Ja, moin Leute. Es kam doch eine ganze Menge an Anfragen, ob ich denn nicht endlich mal ein What's in my Dog Video machen könnte. Das ist ja eigentlich schon die zweite Episode. Und da es doch eine ganze Menge an Anfragen waren, habe ich dann beschlossen, okay, können wir das ja eigentlich einfach mal machen. Und deswegen fangen wir auch direkt an. Also natürlich an erster Stelle finden wir den Finder direkt neben dem Launchpad, die ich auch immer noch drin habe, genauso wie den App Store. Denn ja, diese Apps benutze ich doch relativ häufig. Na gut, das Launchpad vielleicht nicht so, aber ich bin zu faul, dann immer den Namen davon einzugeben. E-Mails ist, glaube ich, logisch. Das hat jeder Mac-User ja von Anfang an. Interessant ist die App App Cleaner. Und zwar, mit der kann ich Programme komplett löschen. Also sowohl Programme komplett löschen, als auch deren Inhalt. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier iFunbox. So. Dann kann ich diese App nehmen und einfach hier mit hineinziehen und es sucht jetzt, welche Dateien es denn dafür alle gibt. Und da seht ihr jetzt hier, was damit alles verknüpft ist und jetzt kann ich meinetwegen sagen, okay, die App an sich möchte ich nicht löschen, denn die möchte ich gerne noch haben. Aber den Rest, der kann alles weg, denn den brauche ich nicht und das kann alles in Müll. Und wenn wir jetzt in den Müll gehen, finden wir auch hier direkt die Sachen, die wir jetzt gerade gelöscht haben. Also hier com.ifunbox.devteam und so weiter und so weiter. Ja, daneben finden wir hier den Kalender, auch das ist eigentlich nichts Besonderes. Ich benutze immer noch Google Chrome als Browser, ist einfach der beste meiner Meinung nach. Und daneben kommt auch direkt iFunbox und ich wollte euch einfach mal gern kurz erklären, wie das funktioniert. Also ihr seht jetzt hier mein iPhone, das ist angeschlossen an den Mac jetzt hier. Das Programm gibt es auch für Windows, also alle Windows-User, die sich das hiermit antun, können natürlich auch sich das Programm herunterladen. Und das habe ich ganz falsch betont, aber ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier die Sachen, die auf unserem iPhone drauf sind. Wir können also zum einen hier das Dateisystem ansehen, soweit wie es uns Apple eben ansehen lässt. Aber wir können zum Beispiel hier auf die Applications drauf zugreifen. Mehr oder weniger. Wir sehen auch die Sprachaufnahmen, die wir gemacht haben. Also Sprachmemos und so weiter. Die Bücher, die wir installiert haben in iBooks. Dann die verschiedenen Kamerasachen. Also es gibt hier Kamera und Kamera 1. Das finde ich ist eine Sache, die mich an Apple ein bisschen stört. Ich meine, man merkt es jetzt nicht, wenn man das auf dem iPhone benutzt, dann werden alle in der Kamerarolle angezeigt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Windows-PC bin und dort das iPhone als Kamera also benutze, dann kann ich nicht immer alle Fotos importieren. Ihr seht hier in Kamera 1 sind jetzt hier bei mir diese ganzen Fotos drin, die ich da gemacht habe, hauptsächlich irgendwelche Barcodes, Wallpaper, ein Foto von mir, ja. Ansonsten jetzt nichts Besonderes. Und unter Kamera hier ist jetzt nichts, aber es kann sein, ihr könnt das mal probieren, wenn ihr nicht alle Fotos von eurem iPhone herunterholen könnt, dann könnt ihr hier mal nachsehen, dann könnt ihr die Fotos vielleicht hier mit, also vom iPhone runterziehen, denn manchmal kann es sein, dass iOS das irgendwie aufsplittet und dann passt das nicht mehr so ganz und dann kann man nur eine dieser Kameras im Windows Explorer abrufen. Natürlich haben wir auch noch den allgemeinen Speicher und die App-Dateifreigabe, das bedeutet das, was wir in iTunes sehen, wenn wir in iTunes gehen. Und hier unten unter unserem Gerät, jetzt hier mein iPhone, auf die Apps gehen, dann finden wir hier unten, hier, finden wir jetzt die Apps, die sozusagen, ja, wo wir jetzt sehen können, was wir dort gespeichert haben, also zum Beispiel hier iMovie, da dürfte jetzt nichts drin sein, aber zum Beispiel hier WorldCard Mobile, alle möglichen Apps, die irgendwie eine Dateifreigabe haben, wo ich also was reinladen kann und was rausladen kann, über iTunes, funktioniert das auch an jedem anderen PC. So, dann gehen wir einfach mal hier wieder zurück und hier waren wir. Ja, das ist iFunbox, auch gratis erhältlich für den Mac. Dann iPhoto ist, glaube ich, klar und Tiny Umbrella. Tiny Umbrella ist mein Tool, womit ich meine SHSH-Dateien vom iPhone speichere, damit ich jederzeit wieder downgraden kann, sobald es eben erstmal eine neue Firmware fürs iPhone gibt. Auch relativ selbsterklärend, basiert auf Java und jetzt sehen wir, meinetwegen hier ist mein iPhone und dann kann ich jetzt hier sagen Save SHSH und theoretisch sollte es jetzt speichern, aber Tiny Umbrella ist glaube ich noch nicht so geupdatet, dass es das speichert, deswegen gibt es jetzt hier auch noch nichts von den ja, SHSH-Dateien, weil hier steht ja auch noch invalid, das heißt dazu muss Tiny Umbrella erst noch geupdatet werden. Daneben finden wir jetzt iTunes, da waren wir ja gerade schon, iMovie, ich benutze eigentlich relativ selten nochmal für so Vlogs zum Beispiel, ihr kennt ja vielleicht meine Vlogs, wenn nicht, dann schaut unten in der Videobeschreibung, da findet ihr meinen privaten Kanal, wo auch ab und zu mal Vlogs von mir kommen. Daneben haben wir Final Cut Pro, in dem bin ich jetzt gerade am Arbeiten an zwei Videos für verschiedene Freunde, die da gerne, also die müssen für die Schule was machen und ich habe gesagt, okay,
wir haben jetzt Ferien, also ab morgen haben wir Ferien und da habe ich in den 2 Wochen Zeit, mal ganz kurz das durchzugehen. Dann haben wir Screenflow, das ist das Programm, mit dem ich das jetzt gerade aufnehme, das heißt mich, das iPhone, was ihr zwischendurch mal seht und natürlich auch den Bildschirm. Dann haben wir Pixelmator, das ist eins meiner Lieblingsprogramme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich benutze es eigentlich für jedes Thumbnail, was ich für meine Videos mache. Und das seht ihr auch, es ist deutlich besser als das vorherige Programm, was ich genutzt habe. Ich habe allerdings vergessen, wie es heißt, weil ich es so lange nicht mehr benutzt habe. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel das Thumbnail von iPhone 5 hier. Und man kann es natürlich auch ganz einfach neu aufmachen. Jetzt hier mit einem Shortcut kann ich meinetwegen ein neues weißes Thumbnail aufmachen. Und ich verwende gern das Weiß als meine Hintergrundfarbe, weil das irgendwie, ich finde, gut aussieht. So, dann haben wir daneben Pages. Das solltet ihr ja kennen aus dem Hause Apple. Benutze ich manchmal, aber ich habe es mir eigentlich wegen Keynote gekauft, weil ich damit dann ganz einfach Keynote-Präsentationen aufs iPad bringen kann und damit dann Präsentationen in der Schule zum Beispiel machen kann. Das ist sehr praktisch. Daneben haben wir Parallels. Damit habe ich eine Windows 7 Emulation laufen, dass ich auch Windows 7 haben kann. Und nein, wenn man sich Parallels kauft, ist da noch keine Windows-Kopie dabei. Das heißt, man muss sich einen Windows-Code besorgen. Auch hier kann man natürlich nicht nur Windows 7, sondern auch alle möglichen anderen Betriebssysteme installieren. Daneben finden wir Limbo und wer Gronkh abonniert hat, und das ist wahrscheinlich so 99% von euch, der hat vielleicht auch den Limbo-Test gesehen. Das ist ein ganz niedliches kleines Spiel. Und auf den Test von Gronkh hin habe ich dann beschlossen, ah, das ist eigentlich ziemlich geil und habe mir das gekauft. Und bisher auch sehr gerne gespielt. Ich bin noch nicht ganz durch, weil ich noch nicht so viel Zeit hatte, es zu spielen. Aber das, was ich bisher gespielt habe, gefällt mir sehr gut. Daneben haben wir Skype. Über Skype mache ich verschiedene Videokonferenzen und sowas und Telefonate über das Internet. Jeder von euch sollte Skype kennen. Zum Beispiel auch das nächste, was ich damit machen werde, ist am Dienstag die Keynote, die von Apple da wahrscheinlich zum iPad Mini gemacht wird, die werde ich hier über Skype dann laufen lassen mit einem Freund. Daneben benutze ich TweetDeck. Und TweetDeck benutze ich als Twitter-Client. Das heißt, ich habe hier auf einem anderen Bildschirm, habe ich dann noch TweetDeck geöffnet. Ihr seht das ja hier, welche Bildschirme ich da offen habe. Und auf einem davon sollte eigentlich TweetDeck sein. Die Frage ist noch, ich glaube, es wird gerade hier von Final Cut überlagert. Aber das ist jetzt ja nicht so wichtig. Daneben haben wir Assassin's Creed Brotherhood, das habe ich mir damals in Steam gekauft, weil ich Assassin's Creed 2 durchgespielt hatte und dann gesagt habe, ey, ich hätte gern die Fortsetzung und dann werde ich jetzt demnächst, wenn ich damit durch bin, dann auch hier Revelations noch durchspielen, um mich dann bestmöglich auf die 3 vorzubereiten, von der ich mir dann wahrscheinlich auch ein Let's Play angucken werde, weil ich sie mir selber nicht kaufe. Dann kommen wir zu einer sehr interessanten App, die nennt sich Reflection. Und Reflection, ich habe davon auch nur die Gratis-Version, also die 10 Minuten Probierversion, die erlaubt es uns, unser iPhone-Bildschirm hier auf den Mac-Desktop zu bringen. Leider funktioniert es nicht mehr. Das ist sehr, sehr schade, weil ich hätte es euch super gern gezeigt. Wobei ich eigentlich meine 10 Minuten noch nicht rum sein durften. Das verstehe ich jetzt gerade nicht, warum mir das gibt. Ich habe, also vorhin ging es, dann habe ich das Update geladen, das ging auch relativ schnell, denn ich wollte es euch ja eigentlich zeigen, ich habe deswegen extra hier mein iPhone aufgestellt und ihr seht auch, die Kameraqualität ist sehr schön, gefällt mir hier zumindest auf der Vorschau relativ gut. Daneben haben wir Evernote, da habe ich mal ziemlich böse Kritik bekommen, weil ich den Spruch von Ty Moss angeblich geklaut haben soll. Ein sehr klasse Programm, womit ich auch viel mit meinen Videos hin und her synchronisiere, wann ich welches Video mache, was ich dazu sagen will. Dann hole ich mir das schnell darüber aufs iPad und kann das ganz einfach synchronisieren. Also Top-Sache hier. Time Machine solltet ihr auch kennen. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel mal drauf gehe, ich habe hier jetzt eine 2 Terabyte externe Festplatte angeschlossen. Ihr seht das auch hier am Time Machine Backup mit 1,5 Terabyte und hier noch eine andere Festplatte. Also auch dieselbe Festplatte, nur partitioniert, mit der ich dann super einfach sozusagen ein paar Daten speichern kann und unter Time Machine dann immer die Time Machine Backups gemacht werden. Ja, und dann seht ihr jetzt hier meinetwegen von vorgestern eine Sicherung. Time Machine sollte ja jeder Mac-User kennen. Das war natürlich ein bisschen unpraktisch. Seht ihr jetzt auf jeden Fall hier, welche Sachen da bei mir lagen. Also eine Datei, die ich für Religion geschrieben habe, die verschiedenen Thumbnails für die Videos und kann die ganz einfach wiederherstellen. Aber das sollte ja auch jeder kennen. Und ich kann es jedem nur empfehlen, ist eine klasse Funktion, die da Mac OS 10 mit sich bringt. Also einfach mal probieren. Dann nehmen wir den Text-Edit. Damit mache ich auch mal ganz schnell Notizen, zum Beispiel für Promo-Codes oder für
Giveaway-Gewinner. Und da hat sich übrigens der eine immer noch nicht gemeldet. Ich glaube, da mache ich jetzt direkt nach dem Video ein Giveaway. Aber da ihr das Video erst morgen seht, ist keine Ankündigung, denn es wird schon vorbei sein. Daneben haben wir noch die Systemeinstellungen. Eigentlich klar, Nachrichten ebenfalls und Microsoft Word, mit dem ich manchmal arbeite, um zum Beispiel Briefe zu schreiben und so. Ja, auch heute schreibt man noch Briefe. Ja, das war's zum What's in my Dock. Jetzt wisst ihr, was sich dort zurzeit bei mir befindet. Neben dem Download- und Application-Ordner, einem anderen Ordner, wo wichtig ist für meine Videos drin ist, meinen Dokumenten und den Windows-Programmen, die über Parallels laufen. Ja, soweit so gut. Ich bin frisch ausgeruht und ich gehe in die Disco, weil man sowas gerne tut. Ja, ein Zitat von den Fantastischen Vier, damit mir das nicht wie bei dem Zitat hier nochmal passiert. Ne? Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagt, wie es euch gefallen hat. Und ich hoffe, dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Also macht's gut, haut rein und bis demnächst. Ciao.